Moin, moin und hallo, herzlich willkommen bei GameTube. Das Motto der Sendung heute, lange sehen und nun endlich da. Ganz genau. Ewig haben wir drauf gewartet und nun ist es tatsächlich endlich da, das Remake zum Shooter-RPG System Shock. Außerdem gibt es mit After Us endlich mal wieder einen Beitrag zu einem richtigen Indie-Spiel. Ja, jetzt komm, aber wir haben doch schon häufiger Indie-Spiele in der Sendung. Hör auf, sonst funktioniert die Moderation nicht. Ja, und bei Street Fighter 6 gibt es nun endlich eine Open World. Endlich. Gewalt ist keine Lösung. So schafft man keine Konflikte aus der Welt. Sich zu prügeln ist so primitiv. Punkte, die eigentlich jedem einleuchten sollten. Auf der anderen Seite, ist The Raid nicht ein absolut sensationeller Streifen? Die Szene im Flur mit der Machete, wenn Rama den Typen packt und mit Schmackes. Aber wir schweifen ab. Was Gewalt angeht, existiert in unserer Gesellschaft eine gewisse Ambivalenz. Man nennt es in Fachkreisen das Jean-Claude Van Damme-Paradoxon. Im echten Leben Kacke, auf einem Bildschirm aber irgendwie ganz geil. Nun, vielleicht biegen wir uns den Umgang mit diesem Thema irgendwie zurecht und reden das alles schön. Denn wir haben uns in den letzten Wochen in Street Fighter 6 haufenweise die Hadoken um die Ohren geschleudert und hatten zumindest dabei echt eine Menge Spaß. Ganz ohne schlechtes Gewissen. Naja, zumindest fast. Auf fundamentaler Ebene funktioniert Street Fighter 6 so, wie es Street Fighter 2 1991 schon tat. Zwei Fighter stehen sich auf einer Street gegenüber und dreschen so lange aufeinander ein, bis irgendwann einer umfällt oder die Zeit abläuft. Der Unterschied nach all den Jahren? Mittlerweile schichten sich in Capcoms 1 gegen 1 Kampfspiel Mechaniken über Mechaniken, als wären es Boxerbandagen. Da wäre das neue Drive-System, mit dem ihr unter anderem einen zwei Schläge absorbierenden Impact-Angriff oder Street Fighter 3-mäßige Drive-Parries ausführen könnt. Und nicht zu vergessen die stärkeren Overdrive-Versionen der Special-Moves. Und was ist der Unterschied zwischen den Level 3 Super und Critical Arts? Jemanden nach sämtlichen Regeln der Kampfkunst aufs Maul zu hauen, kann für Quereinsteigende den Eindruck erwecken, als müsste man sich vorher in den VHS-Kurs kein Fingerkrampf beim Straßenkampf einschreiben. Muss man aber nicht. Stichwort moderne Steuerung. In Street Fighter 6 haben Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, neben der klassischen Knöpfchenbelegung eine simplere Variante auszuwählen. Anstatt kniffliger Stickbewegungen drückt ihr einfach eine Taste, um einen Feuerball zu verschießen. Kombiniert ihr diese mit einer der Richtungstasten, dann zaubert ihr je einen anderen Special Move aus dem Ärmel. So ein bisschen wie bei Smash Bros. Diese Steuerung unterstützt euch auch bei den Kombos. Nehmen wir als Beispiel Ken. Hier eine Combo in der klassischen Ausführung. Mittlerer Schlag, harter Schlag, Quick Dash, vorne unten schräg unten Tritt-Taste, Doppelviertelkreis Tritt-Taste. Mit der modernen Steuerung geht die so. R2 gedrückt halten und XX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 
Vielleicht ist es aber auch gar nicht so tragisch, dass momentan ein paar fehlen. Schließlich dürft ihr in Street Fighter 6 zum ersten Mal euren eigenen Straßenschläger in einem umfangreichen Editor zurechtzimmern. Die vielen Einstellungsmöglichkeiten und Schieberegler ermöglichen wirklich abscheuliche Ausgeburten der Hölle. Gibt man sich jedoch einen Funken Mühe, ist es nicht unmöglich, Haudegen zu erstellen, die ansatzweise in die Street Fighter-Welt passen. Gotta say, you're photogenic. Euren Avatar braucht ihr aus zwei Gründen. Zum einen stolziert ihr mit ihm in den Online-Lobbys durch die Gegend. Zum anderen spielt er die Hauptrolle in World Tour, dem Story-Modus des Prügelspiels. Hier verschlägt es euch in die aus Final Fight bekannte Metropole Metro City, die faszinierende Metropole im Herzen von Amerika, die niemals schläft. Erleben Sie unvergessliche Momente Schlag auf Schlag. Entfliehen Sie dem Alltag und treten Sie ein in eine Welt voller urbaner Abenteuer und Erholung. Entdecken Sie die multikulturellen Facetten Metro Cities auf eigene Faust oder tauchen Sie ein in das pulsierende Nachtleben. Metro City, wo das Abenteuer beginnt. Das Prinzip der World Tour ist erstmal ein Volltreffer. In der offenen Welt von Metro City prügelt ihr euch mit anderen. Auf der Suche nach eurer ganz persönlichen Stärke besucht ihr verschiedene Meister wie Luke oder Chun-Li und lernt ihre Moves. So bastelt ihr euch peu à peu euren Traumkämpfer zusammen. Und Metro City ist cool. Jeder hat Bock darauf, von euch windelweich geschlagen zu werden. Geht einfach hin, quatscht die Person an und schon geht's los. Ach, was rede ich da? Ihr müsst nicht mal um Erlaubnis fragen. Holt euch die Zustimmung einfach mit einem saftigen Uppercut. Bam! Wie herrlich blöd das ist. Bam! Hö, du filmst das Geschehen einfach so mit deinem Smartphone? Bam! Die ulkige Aufmachung des Story-Modus ist so typisch für Capcom. In einem Genre, das, abgesehen vielleicht von den jüngsten Mortal Kombat und Injustice-Teilen, nicht dafür bekannt ist, fesselnde Geschichten zu erzählen, ist diese unbeschwerte Inszenierung anfangs echt nett. Wir mussten jedenfalls einige Male bei den klamaukigen Dialogen lachen. Aber aus dem Lachen wurde bald ein Schmunzeln. Und dann ein müdes Lächeln. Und dann ein ungläubiges Kopfschütteln. 90% der Dialoge und Situationen in World Tour sind so stumpf und dämlich, dass im Vergleich Tekkens Geschichte wie ein düsterer David Fincher Psychothriller wirkt. Es ist ja nicht so, dass es keine dramatischen Momente gibt. Die Balance ist leider nur komplett für die Tonne, wie bei jemandem, der gerade richtig auf die 12 bekommen hat. Jeez. Apropos, kommen wir kurz zum Online-Modus. In einer eigens angefertigten Lobby präsentiert ihr eure Avatare, bevor ihr euch an den Automaten setzt und mit anderen Spielerinnen und Spielern in den Ring steigt. Aufgrund der Tatsache, dass es im Vorfeld der Veröffentlichung nur ein kurzes Zeitfenster gab, um den Online-Modus auszuprobieren, ist eine konkrete Einschätzung aktuell noch nicht möglich. Unsere paar Kämpfe liefen von der technischen Performance gut, aber erst die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, wie gut das Online-Herzstück wirklich ist. Was auf jeden Fall ganz cool ist, ihr könnt sogar ein paar Retro-Spiele daddeln, wenn ihr mal eine Pause vom Handkantengewitter braucht. Abgesehen davon stellt Capcom noch die üblichen Modi zur Verfügung. Es gibt den Arcade-Modus. Der ist nett, aber die Story-Elemente werden in simplen Artworks präsentiert, was etwas lahm ist. Dann wären da noch die normalen Kämpfe, wahlweise für etwas mehr Würze mit zuschaltbaren Modifikatoren, und Teamkämpfe. Aber wir hätten uns gerne noch über einen Survival-Modus oder etwas Kreativeres gefreut. Wenn es schon Teamkämpfe gibt, warum dann nicht mal wieder im Tag-Team? Also 2 gegen 2 gleichzeitig. Dafür überzeugen die technisch saubere Performance und die stylische Präsentation. Und falls ihr das Gefühl erleben wollt, wie es ist, im Finale der Capcom Pro Tour zu stehen, könnt ihr eure Offline-Matches von Kommentatoren kommentieren lassen. Witzig. That was some rock solid play we just saw there. Auszusetzen haben wir an Street Fighter 6 nicht viel. Was uns am ehesten nervt, ist, wie die Kämpferinnen und Kämpfer bei Siegerposen manchmal komisch über ihre Kontrahenten glitschen. Außerdem haben die Menüs eher den Charme eines Mobile Games und sind unnötig verschachtelt. Noch ein Hinweis: Bis zum Redaktionsschluss standen uns der Shop, das Mikrotransaktionssystem und der Battle Pass leider nicht zur Verfügung. Was bekannt ist, neben Drive-Tickets, eine Währung, die ihr durch das Spielen verdient, gibt es auch Fighter-Coins, eine Echtgeldwährung. Laut Capcom soll man damit aber nur kosmetische Dinge kaufen können. Abgesehen davon war's das dann aber auch schon. Street Fighter 6 ist ein wirklich exzellenter Leckerbissen geworden, dem zwar ein etwas ernsthafterer Ton in der World Tour durchaus gut getan hätte, aber hey, man kann nicht alles haben.
Dafür überzeugt der Prügler auf spielerischer Ebene und ist herrlich einsteigerfreundlich. 32 Jahre nach Street Fighter 2 ist Capcoms neuester Kampfzirkus also wieder mal ein Street Fager. Street Fighter 6. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu den News. The Last of Us Part 2 ist mittlerweile schon fast 3 Jahre alt und eine Sache fehlt immer noch. Der Multiplayer-Modus. Den wollte Naughty Dog als eigenständiges Spiel nachreichen. Doch, wo ist denn der? Vor allem nach der Abstinenz im letzten PlayStation Showcase befürchten Fans, dass das Projekt eingestellt worden sein könnte. Wie Brancheninsider Jason Schreier berichtete, gäbe es intern bei Studio Naughty Dog Diskussionen um die Zukunft des Spiels. Multiplayer-Experten von Bungie hätten sich das Projekt angeschaut und bemängelten die möglicherweise zu geringe Langlebigkeit. Naughty Dog reagierte daraufhin via Twitter und widerlegte die Gerüchte um die Einstellung. Allerdings benötige das Spiel noch mehr Zeit. Das Studio arbeite aber nicht nur weiter an dem Multiplayer-Projekt, sondern auch an einem neuen Singleplayer-Spiel. Es herrscht also ein wenig Ungewissheit. Ganz gewiss ist aber, dass es jetzt den Ticker gibt. Bitte. Nicht mehr so exklusiv. Der bisherige PS5-Exklusivtitel Ratchet & Clank Rift Apart erscheint am 26. Juli auch für den PC. Außerdem wird der Baller-Plattformer dort noch eine Reihe von Zusatzfeatures wie Raytracing, Ultra-Wide-Auflösung und eine unlimitierte Framerate erhalten. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Passend zum Ratchet & Clank PC-Release äußerte sich PlayStation-CEO Jim Ryan zur Exklusivität von zukünftigen PlayStation-Titeln. Demnach bestünde auch weiterhin kein Interesse daran, Sonys Exklusivtitel zeitnah zum Konsolen-Release auch für den PC zu veröffentlichen. Die Spielerinnen und Spieler halten eine 2- bis 3-jährige Wartezeit nach seinen Aussagen für akzeptabel. Kleiner Lichtblick. Das Remake zu Knights of the Old Republic befindet sich noch immer in Entwicklung und wurde entgegen einiger Befürchtungen nicht eingestellt. Allerdings gibt es auch im aktuellen Finanzbericht vom Publisher keinen Hinweis auf den tatsächlichen Entwicklungsstand, weshalb eine Veröffentlichung in diesem Jahr äußerst unwahrscheinlich ist. Psycho XXX. Diese kryptischen Worte teilte Xbox Australien-Neuseeland via Twitter. Mehr Hinweise gibt es zwar noch nicht, trotzdem gehen Fans davon aus, dass es sich dabei um einen Teaser für Psychonauts 3 handelt. Ob sie damit richtig liegen, werden die nächsten Wochen zeigen. Hall of Fame. The Witcher 3 hat sich seit seinem Launch 2015 über 50 Millionen Mal verkauft und landet damit auf dem 9. Platz der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Damit überholt der Hexer Pokémon Rot, Blau und Gelb, die zusammen auf knapp 47,5 Millionen verkaufte Exemplare kommen. Von derartigen Zahlen kann der Herr der Ringe Gollum nur träumen. Nach desaströsen Kritiken und einem PC-Metascore von 41 hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass noch ein weiteres Der Herr der Ringe-Spiel von Dead Deli kommt. Und genau das scheint zu passieren. Zunächst entschuldigte sich das Studio in einem langen Text via Twitter für die unterwältigende Erfahrung, die viele Spielerinnen und Spieler machen mussten. Der Delic versprach weiterhin, Patches nachzuliefern, damit das Action-Adventure sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Wie viel Energie das Studio aber tatsächlich in Gollum steckt, wird sich zeigen müssen, denn aktuell wird bereits an einem weiteren Titel mit der Herr der Ringe-Lizenz gearbeitet. Das neue Projekt mit dem Codenamen It's Magic erhält sogar knapp 2 Millionen Euro durch die deutsche Games-Förderung. Dabei soll eine Geschichte aus der Perspektive eines Charakters erzählt werden, die so noch nicht erzählt wurde. Um wen oder was es sich hier handelt, ist aktuell noch unklar. Fest steht aber anscheinend, dass wir wieder ein 3D-Action-Adventure erwarten können. Was ihr aber auf jeden Fall erwarten könnt, das ist mein Feierabend. Ich bin raus und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Krogi. Arise A Simple Story war ein kleines, feines Jump'n'Run-Adventure, das ziemlich viele Leute begeistert hat. Unter uns gesagt, ich habe ja gehört, dass Sebastian damals gar nicht so begeistert war. Sebastian? Obwohl das so ein Arzi-Fazi-Indie-Ding war? Keine Ahnung. Was ist da los? War der krank? Hat er vielleicht seinen Spielegeschmack verloren? Ist er ein Mainstream-Gamer geworden? Das müssen wir herausfinden. Am besten direkt mit dem neuen Titel des gleichen Entwicklerteams, After Us. Sebastian! Machen wir uns nichts vor. Indie-Spiele mit künstlerischem und auch gesellschaftskritischem Ansatz gibt es zur Genüge. Deshalb mag man uns verzeihen, dass uns bei der Prämisse von After Us auch nicht direkt der Atem stockte. Als Gottheit Gaia seht ihr vor euren Augen das Leben dahinsiechen und werdet auf die Erde entsandt, um verlorene Seelen zu retten. Dort angekommen, zeigt sich euch die eingefrorene Dystopie eines Planeten, den die Menschheit nach Strich und Faden kaputt gewirtschaftet hat. Das fängt in einem durchgeschüttelten Parkhaus an, führt uns aber auch in zerfallene Metropolen und endlos scheinende Mülldeponien. Und zumindest das erste Häkchen des How-to-Artsy-Indie-Game 1x1 kann After Us direkt setzen.
Trotz finsterer Endzeit malt es teilweise wunderschöne Bilder, bei denen jeder Lichtkegel und Farbakzent an der richtigen Stelle sitzt. Vom Lichtsmog des konsumschreienden Reklametafel-Spams bis hin zum sich bedrohlich vom Grau in Grau abhebenden, brodelnden Kraftwerk gab es so einige Kulissen, bei denen wir erstmal stehen bleiben und alles auf uns wirken lassen mussten. Doch leider will auch ein künstlerisch anspruchsvolles Indie-Spiel, naja, gespielt werden. Und da geht die Magie von After Us leider schneller in die Knie als Deutschlands Klimapolitik beim Wörtchen Heizung. Ich glaube, ich muss kotzen. Ja, dann sage ich mal, viel Freude dabei. Auffällig ist die seltsame Steuerung unserer weißhaarigen Weltenretterin. Die fühlt sich nämlich so an, als hätte sie das Gewicht von einer Haarsträhne. Dass sie sich mit einem einfachen Sprung in hohe Lüfte katapultieren kann, passt zum göttlichen Status. Dass sie danach aber zu Boden segelt, als ob sie durch gegorene Milch schwimmt, nicht so sehr. Und trotz Leuchtkreis, der euch zeigen soll, wo sich Gaia jetzt genau in der Luft befindet, verpasst ihr regelmäßig die richtige Distanz zum Ziel und segelt dann im gemächlichen Milchtempo Richtung Game Over. Die mäßig gelungene Steuerung lässt sich aber leider auch auf alle anderen Teile des Gameplays übertragen. Der Dash ist zu undynamisch, der Wandlauf lässt euch am Ende immer ungelenk in der Luft stehen und auch die durchaus schicken Slide-Abschnitte hakeln sich oft ziemlich doll einweg. Am besten funktioniert das Gameplay dann, wenn ihr euch dem Flow hingeben und Geschwindigkeit aufnehmen könnt, wenn die Levels klar ausgelegt und lesbar sind. Nur leider scheinen das die Entwicklerinnen und Entwickler nicht so zu sehen und lassen euren Lauf viel zu oft durch schlecht kommunizierte Richtungswechsel abrupt enden. Außerdem fehlt es häufig an stilistischen Wegweisern, die euch durch die meist überraschend weitläufigen Areale zu den richtigen Stellen lotsen. Zielloses Herumirren ist deshalb früher oder später unvermeidlich. Es gibt zwar eine Wegfindungshilfe, aber unverständlicherweise führt die euch nur in Richtung von optionalem Sammelkram. Ja, danke auch. Noch eine Ecke schlechter steht es aber um die Kämpfe. Dann und wann stellen sich euch groteske Menschenwesen in den Weg, die ihr, ja, kein Scherz, mit eurem Herz bewerfen und damit reinigen könnt. Weil es aber keine Möglichkeit gibt, die Viecher anzuvisieren und das Trefferfeedback sehr lasch ausfällt, fühlt sich die Nummer sehr unbefriedigend und ungenau an. Aber zumindest frustrierend sind die Kämpfe nie. Packt euch eines der Wesen, könnt ihr euch jederzeit konsequenzlos durch Knöpfchen drücken befreien. Macht die Fights nur leider auch nicht spannender. Wenn ich euch jetzt noch sage, dass uns auch die Aufbereitung des Themas und die Erzählweise der Geschichte nicht zugesagt haben, dürftet ihr wissen, auf welches Fazit wir zusteuern. Denn so abwechslungsreich und hübsch die Kulissen auch sein mögen, so unelegant vermitteln sie die angestrebte Message. Dass das Tun der Menschen in After Us für die große Katastrophe verantwortlich ist, macht uns das Spiel ab Sekunde 1 mit wehenden Fahnen klar. Da suppt uns giftiges Öl entgegen, die zu Stein erstarrten Menschen scheinen die mahnenthronenden Bohrtürme trotzdem anzubeten und, ja, wieder kein Scherz, es greifen uns lebensgefährliche Plastiktüten an. Even with the best one in the world. Die Gesellschaftskritik in After Us ist ungefähr so subtil wie eine Abrissbirne. Irgendwie schade bei dem wichtigen Thema. Und mit Gaia können wir im Laufe der Geschichte auch nicht wirklich mitfühlen. Ja, alles, was eingangs passiert, ist natürlich schlimm und todtraurig. Aber wenn uns das Spiel anfänglich nicht mal ein paar Minuten lässt, um mehr über unsere Protagonistin zu erfahren, was sie antreibt und mit den Wesen dieser Welt verbindet, dann können wir da einfach nicht mitfühlen. Da helfen leider auch keine kullernden Tränen und knuffigen Geisterdackel. Was nach After Us bleibt, ist deshalb vor allem Ernüchterung. Ernüchterung darüber, dass diese wunderschönen Kulissen weder inhaltlich noch spielerisch mit Sinn gefüllt wurden. Ja, wer ganz, ganz großen Gefallen am Design gefunden hat, kann hier durchaus unterhalten werden. Wir für unseren Teil warten aber lieber auf das nächste nicht nur künstlerisch schöne, sondern auch schön erzählte Indie-Spiel. Jetzt, liebe Leute, erlebt ihr Recycling vom Feinsten. Die folgende Anmoderation haben wir schon vor 8 Jahren geschrieben. Da wurde der folgende Titel nämlich erstmals angekündigt. Bereit? Bereit. Hey, aufgepasst, ihr Smombies! Endlich ist es soweit. System Shock, der Klassiker der 90er Jahre. Einer der Meilensteine der Videospielgeschichte wird neu aufgelegt. Whoop. Das Spiel war so gut, da kann man doch beim Remake eigentlich nichts mehr verkacken, oder? Natürlich nicht. Er wird Donald Trump Präsident der USA. Die System Shock-Reihe hat einen besonderen Platz in der Videospielhistorie. Durch etliche seinerzeit revolutionäre Mechaniken und Ideen erarbeiteten sich die Spiele nicht nur den Ruf ihrer Zeit voraus gewesen zu sein, sondern sie gelten auch als wichtiger Einfluss für große Namen wie Bioshock, Dishonored oder Deus Ex. Dass die Freude vieler Spieler groß war, als im September 2015 eine Neuauflage angekündigt wurde, kommt da nicht überraschend. Was folgte, war eine von Verschiebungen und Problemen geprägte Entwicklungsphase, die sogar komplett neu gestartet wurde. Aber jetzt ist das Remake endlich da. Und? Was sagt ihr dazu?
Och, kommt schon, Leute, das war kein Scherz. Ich meine das wirklich ernst, ihr könnt das jetzt echt kaufen. Wirklich? Ja, wirklich. Wie im Original übernehmt ihr die Rolle eines Hackers, der auf der Raumstation Citadel um sein Überleben kämpft. Warum? Weil ihr im Rahmen eines nicht so ganz freiwilligen Deals die ethischen Beschränkungen der Stations-KI mit dem Namen Shodan abgeschaltet habt. Die ist daraufhin durchgedreht, hat die Kontrolle über die Station übernommen und die Belegschaft entweder in Monster verwandelt oder getötet. Weil man sich da natürlich denkt, weg will ich, weg! Ist es nicht nur euer Ziel, von der Station zu fliehen, sondern auch Shodan das Handwerk zu legen. I see you are still alive, Insect. Nicht zuletzt wegen aktueller Entwicklungen auf dem KI-Markt ist diese Ausgangslage interessant wie eh und je. Deswegen fanden wir die Geschichte an sich auch sehr spannend und haben nichts daran auszusetzen. Die Art der Erzählung wird aber sicher nicht jedem gefallen. Warum? Weil System Shock im Herzen Retro bleibt, mit allen Vorzügen und Nachteilen. In den meisten modernen Singleplayer-Spielen ist man es ja gewohnt, so flüssig wie möglich von A nach B geleitet zu werden, damit die Inszenierung und die Erzählung nicht ins Stocken geraten. In System Shock ist das anders. Es gibt keine Wegpunkte oder To-Do-Listen, ihr erforscht die gigantische Raumstation vollkommen frei. Was gerade zu tun ist, erfahrt ihr aus vereinzelten Funksprüchen, Datensticks und Audiologs. Auf der Karte werden Orte von Interesse zwar eingezeichnet, aber selbst das hilft nur bedingt, wenn man nicht weiß, wo man eigentlich hin muss. Und apropos Karte, während euch die Namen der verschiedenen Bereiche in der englischen Sprachfassung angezeigt werden, erscheinen zumindest zu Redaktionsschluss nur Platzhalterbuchstaben, wenn ihr das Spiel im Menü auf Deutsch schaltet. Und das kann auf der Suche nach dem Ziel nerven. Fans des Originals, die eine grafisch aufpolierte Version des altbekannten Spielgefühls haben wollen, können sich also darüber freuen, dass System Shock nicht auf leicht verdaulich getrimmt wurde und das Feeling von damals erhalten bleibt. Wer hingegen ein modernes, leicht zugängliches Spiel erwartet, könnte das Pad nach ein paar Stunden frustriert in die Ecke pfeffern. Es ist nämlich sehr leicht, einen Hinweis zu übersehen und deshalb auf der Station umherzuirren, ohne ein klares Ziel vor Augen zu haben. Und dann braucht es Durchhaltevermögen. Ob man diese Herangehensweise nun gut findet oder nicht, entscheidet natürlich der persönliche Geschmack. Wir finden aber, dass jede am Kauf interessierte Person kurz vor dem entscheidenden Klick darüber informiert werden sollte. Moment, eines, das solltest du noch wissen, bist ungeduldig, hast du hier verschissen, dann solltest du den Kauf noch überdenken. Denn das Spiel, das wird dich wenig lenken. Was? Ja, eine Parade ist vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Naja, natürlich wird in System Shock nicht nur gesucht, sondern auch geballert. Dazu steht euch ein Arsenal an verschiedenen Waffen zur Verfügung, die über verschiedene Schussmodi verfügen und je nach Gegnertyp unterschiedlich stark reinhauen. Das Bett für schöne Action ist also gemacht, wäre da nicht ein Problem. Ihr habt's gehört, so richtig viel Wumms haben die Knarren soundtechnisch nicht. Da hätten wir uns etwas mehr gewünscht. Generell punkten die Kämpfe nicht gerade mit Dynamik, vor allem im Nahkampf. In diesem Zuge können wir auch gleich erwähnen, dass die Gegner alles andere als smart sind. Leicht ist System Shock trotzdem nicht. Vor dem Spiel legt ihr fest, wie fordernd die verschiedenen Bereiche des Spiels ausfallen sollen. Einen Weg zurück gibt's dann nicht mehr. Wer den Schwierigkeitsgrad anpassen will, muss ein neues Spiel starten. Wir haben uns in allen Kategorien für die goldene Mitte entschieden und die Neuauflage so als angenehm fordernd empfunden. Die Monstrositäten hauen rein, ohne unfair zu werden. Munition ist ein knappes Gut und die gelegentlichen Rätsel haben uns auch länger als eine Minute beschäftigt. Nur was es mit den versprochenen Checkpoints auf dem leichtesten Story-Schwierigkeitsgrad auf sich hat, haben wir nicht so richtig verstanden. Zumindest zum Abgabezeitpunkt dieses Beitrags haben wir nämlich keine entdecken können. Was dafür ziemlich gut funktioniert, ist die Steuerung auf dem PC. Zum einen, weil interaktive Objekte wie Tastaturen und Rätselboxen nicht erst angewählt werden müssen, zum anderen, weil es sich mit der Maus gut durch die Menüs navigieren und Items sortieren lässt. Und keine Panik, wer nicht mit Maus und Tastatur spielen möchte, kann natürlich auch andere Eingabegeräte an den PC anschließen. Oh, die Controllersteuerung ist ja voll kacke.
Moment! Nee, ist jetzt auch zu spät. Geht einfach wieder. Einfach raus. Ja, auch wenn richtig Kacke vielleicht etwas zu hart ist, bis zum angepeilten Konsolenrelease sollte sich an der Controllersteuerung noch einiges tun. Dass die nicht so richtig gelungen ist, fällt schon auf, wenn man ins Menü blickt und merkt, dass viele Funktionen fehlen. Selbstverständlich ist uns bewusst, dass ein Controller im Vergleich zu einer Tastatur von Natur aus weniger Tasten hat. Es geht uns aber um nichts Ausgefallenes, sondern um Dinge, die man wirklich oft nutzen möchte. Quick Saves oder die Möglichkeit, die Karte heranzuzoomen zum Beispiel. Das geht am Gamepad nämlich nicht und deshalb sollte man aktuell doch besser zur bekannten PC-Peripherie greifen. Darauf ist die Steuerung und das ganze Layout des Spiels nämlich ganz klar ausgelegt. Zu guter Letzt wollen wir noch über die Präsentation sprechen. Dass der Grafikstil mit seinem Mix aus Pixelart und realistischen Elementen Geschmackssache ist, merkt man spätestens, wenn man sich die Monster anschaut. Mein Name ist Jeff. Wir fanden es ganz schick, richtige Gruselstimmung ist bei uns aber nicht aufgekommen. Das liegt zum einen am angesprochenen Stil, aber auch am Spielkonzept, das wegen der großen Freiheit weniger Raum für Inszenierung lässt. Schön ist, dass das System Shock Remake kein besonders hardware-hungriges Spiel ist und in unserem Testzeitraum konstant mit hoher Framezahl über den Bildschirm flimmerte. Hier und da gab es zwar leichten technischen Schluckauf, zum Beispiel weil bereits besiegte Gegner unschön erneut in den Raum geladen werden, da ist aber nichts dabei, was den Spielspaß dramatisch gebremst hätte und nach einer Kaufwarnung verlangt. Es gibt Dinge, die man am System Shock Remake kritisieren kann. Die Kämpfe, die wenig Wumms haben, die nicht ausgereifte Controllersteuerung und auch der Grafikstil wird nicht jedem zusagen. Das sich selbst gesteckte Ziel, eine grafisch aufgehübschte Version eines wegweisenden Klassikers auf die Beine zu stellen, haben die Night Dive Studios aber zweifelsohne erreicht. Ob ihr Spaß am Spiel haben werdet, hängt also maßgeblich von einer Frage ab. Habt ihr Lust, euch ein Spiel und den Fortschritt zu erarbeiten? System Shock ist unserer Meinung nach nämlich kein schlechtes, sondern ein in Sachen Tempo, Struktur und Aufbau gewollt nicht modernes Spiel, in dem Aufmerksamkeit und Mitdenken elementar wichtig sind. Und genau das war auch die Intention der Entwickler. Das bedeutet aber auch, während sich die einen über dieses Retro-Feeling und die Herausforderung freuen, könnte anderen der Spielspaß genau deshalb verdorben werden. Moment! Scheiße, ich hab verkackt! Moment! Die Polizei sagt, wiederschauen. Wo ist denn hier der? Ich will nicht lenken. Ich hab's verkackt. Mann doch!